Im Rahmen eines Aktionstages hatte am 17. Dezember 2016 mit Rogue One – A Star Wars Story die erste Standalone-Produktion der Filmreihe im IMAX 3D Laser 4K-Kino des Auto- und Technikmuseums Sinsheim Premiere. Etliche Vertreter der Science-Fiction-Szene hatten sich im Foyer versammelt, um dort gemeinsam dem Blockbuster entgegenzufiebern. Bis es soweit war, stand der aus Star Wars Episode 7 – Das Erwachen der Macht bekannte Schauspieler Bern Colasio im Mittelpunkt des Publikums und schrieb fleißig Autogramme. Anstehen hieß es derweil am Eingang des IMAX 3D Laser 4K-Kinos für all jene, die dort die Premiere von Rogue One – A Star Wars Story miterleben wollten. Wir sind total begeistert von der Location. Es ist ein super schönes Ambiente hier und wir durften eben mal in den Kinosaal und waren von dieser immens großen Leinwand, soweit ich jetzt gehört habe, die größte IMAX-Leinwand in Deutschland, total beeindruckt. Also wir waren wirklich hin und weg und freuen uns und ich weiß gar nicht, wie oft wir heute fotografiert worden sind, sodass das ein rundum gelungener Star Wars-Fan-Tag hier im Technikmuseum in Sinsheim war.